Hallihallo erstmal, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, heute haben wir das schöne Thema. So, jetzt muss ich mal reingucken. Ungesunder Egoismus oder Reste überwundener Co-Abhängigkeit. das ist Follow-up von Video, was ich mal gemacht habe. Wer von uns ist der Bindungsängstler? Und sehr coole Mail von Chlaknetschkla. Und ja, denkt an den coolen neuen Dating in der Polarität für Männer. Das ist übrigens auch ein Thema hier, also an den neuen Kurs. Und das Thema kommt hier spannenderweise auch vor. Hallo Christian, ich habe gerade einmal geschrieben, Video, wer von uns ist der Bindungsängstler? Nach der letzten Beziehung bin ich wieder weicher geworden und habe nach Dating à la Hemschi mit Standards und Dealbreaker einen echten Lottogewinn gefunden, mit viel Chemie und Kompatibilität. Ja, sehr gut. Aber das Leben geht immer weiter. Also ich kann euch immer wieder raten, zu versuchen, so ein Mindset zu haben von, ja, sozusagen der Weg ist das Ziel und nicht immer dieses Ankommen, 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 weil dann kommt man an und dann ist halt im Mensch da, dann treten wieder neue Wünsche auf, ne? So, ich bin jetzt noch heute mit diesem Mann zusammen und kann mir keinen tolleren Partner an meiner Seite vorstellen. Er kommt aus einer langen Ehe und ist nun ein Jahr getrennt und hat voll abgeschlossen mit seiner Ehe. Er ist mir gegenüber maximal committed und verbindlich und plant auf lange Sicht und sieht uns schon als Patchwork-Familie. Ja. So, ich liebe ihn auch total und genieße sowohl meine eigene Nice-Geile, aber vor allen Dingen unsere gemeinsame Zeit voller Leichtigkeit und Genuss, Fairness Alltags mit den Kindern. Vor allen Dingen deine Kinder, glaube ich. Wir sind meist 3 Tage pro Woche zusammen. Ja, okay. Er steht voll in der männlichen Polarität, ist Mitte 50 und hat mir schon nach 3 Monaten gesagt, dass er gern mit mir und meinen Kindern zusammenwohnen würde. Ja, da habe ich eine andere Meinung. Zu meiner Ansicht ein Mann, der voll in der Polarität ist und auch ein Mann, der voll in der Selbstliebe ist. Ich will nicht sagen, dass er diesen Wunsch nicht haben sollte, aber der wäre, das wird nicht so, wie du glaube ich auch später sagst, so ein bisschen pushy rüberkommen, ne? Weil, was ich Männern immer sage, wenn ihr zu viel über Beziehungen redet, habt ihr bald keine mehr, so ungefähr. Also, nicht, dass man das nicht will oder so, das ist wunderbar, dass er das will, aber dieses Ganze so, wir planen schon bis 2087 sozusagen, das ist, ja, es ist... Ja, vor allen Dingen, wenn man entdeckt, das ist bei dir das Thema jetzt, glaube ich, man kommt das erste Mal in eine sichere Beziehung und entdeckt dann so ein bisschen, dass man vielleicht selber auch ein klein bisschen Näheangst hat, so, dann, ja, kann das schon ein bisschen irritierend rüberkommen und das, die Erfahrung machen viele, die das dann geschafft haben, keine Narzissten, was weiß ich mehr, zu daten, dass sie dann auch nochmal Partner bekommen, die vielleicht, wie gesagt, das muss jetzt alles... Kann alles super laufen zwischen euch, ist ja keiner perfekt, muss es auch nicht sein. Aber dass ihr einen Partner bekommen, die manchmal auch so ein bisschen eher auf der co-abhängigen Seite sind, eher auf der Pluspol-Seite und dann darf man das auch nochmal angucken. So, ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass man das nicht gut hinkriegen kann, weil das jetzt geht es um Kommunikation bei euch. Ne? Aber dass das jetzt voll in der männlichen Polarität ist und voll im nice geilen Leben, das sehe ich jetzt nicht so. Ne. Er wohnt noch in einer möblierten Wohnung, die er zur kurzfristigen Bleibe nach seiner Trennung bezogen hat. Ja, er möchte halt wieder, also ich lasse ihm mal sein eigenes Leben leben, weil der war Jahrzehnte in der Ehe, seine Frau hat ihn vielleicht mal bekocht, ich weiß nicht was. Jetzt möchte er wieder in die neue Höhle, lass ihn mal ein bisschen sein eigenes Leben leben. Ne. Ja. Er zögert seitdem seinen Auszug heraus in der Hoffnung, dass wir direkt zusammenziehen. Er meinte, in meine Richtung zu ziehen, so über 100 Kilometer Abstand, mit dem Ziel, uns dort ein Haus zu mieten, zu kaufen und sich einen neuen Job zu suchen. Ja, also, ich meine, es ist wunderbar, wenn man zur Frau zieht, aber ein Mann, der völlig in seiner Polarität ist, der wird sich das schon überlegen. Er wird es auch nur machen, wenn er die Stadt richtig geil findet.
wo er hinzieht. Also ich finde es immer noch eher in der Polarität, wenn die Frau zum Mann kommt. Also jetzt in der Polarität, nicht in Gleichberechtigung, was weiß ich, das ist natürlich alles wunderbar. Aber es fühlt sich, hoffe ich, mehr in der Polarität an. Aber wenn es dann halt nicht passt und du hast die Kinder da, klar kann der Mann zu dir kommen. Aber das würde ich als Mann nur machen, wenn ich sage, ja, auch die Stadt ist super geil. Also selbst wenn die Beziehung scheitert, würde ich es immer noch cool finden, da zu sein. Wenn er wegen dir dahin kommt, kann das schon ein bisschen erdrückend sein. Und Bindungsangst ist ja auch nicht immer was Falsches, genau wie Verlustangst. Das will einem ja auch was sagen. Also wenn du dich da jetzt ein bisschen erdrückt fühlst, ja, das muss jetzt gar nicht Bindungsangst titulieren, sondern jetzt Kommunikation gefragt, dass du sagst, nee, ist mir zu viel, will ich nicht. Sein Standpunkt ist, dass er jetzt nicht in eine kleine Wohnung für sich alleine einziehen möchte und in ein paar Jahren, wenn wir zusammenziehen wollen, wieder umziehen, sondern endlich final ankommen. Gut, ihr seid hier, also über die 200-Tage-Grenze seid ihr rüber mit 9 Monaten, aber trotzdem, du weißt ja nicht, wie sich das entwickelt. Und wie sollst du denn planen, was du in 2 Jahren willst? Also natürlich kann er hinziehen, wo er will, aber dann, weil er es will und nicht unbedingt wegen dir so. Und also wenn das schon in 2 Jahren geplant wird und, ach, das, also ich, mir wäre das auch ein bisschen viel, glaube ich. Und ja, es ist sein Ding. Also, wenn er das nicht möchte, dann möchte er es halt nicht, aber deswegen musst du es nicht möchten, ne? Also, da musst du wirklich aufpassen, dass du da weiter deine, ja, sagen wir mal, co-abhängigen Tendenzen, also als anderen recht machen, dass du das im Blick behältst, ne? Ich habe ihm gesagt, dass ich unsere tolle, von Leichtigkeit geprägte Beziehung nicht zum Alltagsdschungel zwischen arbeitenden Kindern, zwischen Arbeiten, Kindern aufziehen und Kümmern um Haus und Garten ersticken lassen möchte. Mein Leben als berufstätige Alleinerziehende mit 2 kleinen Kindern ist anstrengend genug und ich möchte nicht noch in seine hohen Ansprüche hineingeraten. Habe Angst, keine... Ja, wunderbar. Ja, ist gut. Habe Angst, keine Grenzen setzen zu können und dann mit ihm aneinander zu geraten. Dies ist noch nicht passiert, aber ich weiß, im Kontakt zu anderen hat er teils ein sehr starkes Ego. Ja, es ist Ego, das ist so eine gewisse Bedürftigkeit von ihm, dass er einfach nicht allein leben will, aber das ist nicht deine Sache. Also, das ist jetzt nichts Schlechtes, aber du musst es nicht wollen, ne? Vielleicht willst du es in einem Jahr und ich sage ja immer, auch in meinem neuen Datingkurs, den Männern, lasst die Frauen auf euch zukommen. Also, es wäre für ihn, wäre es viel schlauer, wenn er da so völlig kernentspannt wäre und sagen würde, du, kommst du heute, kommst du morgen, ich bin da, ich freue mich, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Was meinst du, wie schnell du wollen würdest, dass er unter Umständen zu dir zieht? Aber so ist halt schwierig, ne? Da sind Männer und Frauen auch ein bisschen unterschiedlich und Frauen mögen das einfach nicht, wenn Männer da so, wie geht's weiter? Gut, Männer mögen es vielleicht manchmal auch nicht und ist egal, müssen wir jetzt, Frauen, Männer ist jetzt heute auch nicht das Thema. So, ich habe bereits eine Ehe hinter mir, in der ich mich bis zur mittelgradigen Verstimmtheit verloren hatte und mit harter Arbeit wieder auf die Beine gekommen bin. Obwohl ich ein Freund von Genderpolaritäten bin, du meinst, bist du ein Freund von Polarität, okay, habe ich keine Lust mehr, mein hart erarbeitetes, nice, geiles Leben und unabhängiges Leben wieder gegen Einkauf, Bekochen, Putzdame einzutauschen. Großartig! Ich will mein Leben derzeit keiner Familienkonstellation unterwerfen und möchte aber auch keine Pläne machen. Bam! Here you go. Auch er hat nämlich das nice, geile Leben. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und die männliche Polarität wird sich gefunden. Wenn es so nice, geil ist, warum will er dann zu dir ziehen unbedingt? Ja. Oder warum, macht er es sich nicht erstmal schön, ne? Und die männliche Polarität für sich gefunden und wird weder den Hausmann noch Kindererziehender mimen wollen. Okay. Er ist sehr vereinnahmt. Da musst du echt Grenzen setzen. Und an unseren gemeinsamen Wochenenden genieße ich die Verschmelzung mit ihm sehr, aber im Alltag kann und will ich das nicht leisten. Ja, das ist ein gutes Recht. Das ist jetzt normale Beziehungskommunikation, ne? Bislang gelingt es uns, durch den Wechsel von Nähe und Distanz, durch die räumliche Trennung prima die Balance zu halten. Ich habe aber Sorge, dass er mit meinem eigenen Kopf und meiner Freiheitsliebe im Alltag doch Probleme hätte. Mach dein Ding. Gibt's auch diese Werbung, ne? Mach dein Ding.
Sollte ich jetzt mit ihm zusammenziehen? Nein, du hast keinen Bock. Wenn ich es nicht tue, riskiere ich Abgrenzung seinerseits. Ja, das ist aber dann wieder jemand, auch wenn das jetzt kein Böser ist, also Böse gibt es sowieso nicht, aber das ist jetzt kein krasser manipulierender Bindungsängstler, aber trotzdem geht es immer noch darum, dass in der Beziehung geht es immer darum, was soll ich lernen? Und weiter darfst du lernen, für dich einzustehen, ne? Das hört nicht auf. Ne? Ja, wenn du da, wenn ihm das nicht passt, dann passt es ihm nicht. Lass dich da nicht einschüchtern, so, ne? Riskiere ich Abgrenzung seinerseits und damit die Beziehung? Fragezeichen. Ja, also wenn das die Beziehung nicht aushält, dann ist sie das Papier nicht wert, auf der sie nicht geschrieben ist. Ich möchte ihn wirklich gerne behalten, aber mir geht das alles zu schnell und ich fühle mich gedrängt. Ja. Wie gesagt, er ist da jetzt auch nicht falsch, das sind seine Wünsche, aber du musst sie nicht erfüllen, ne? Er ist von Anfang an sehr pushy gewesen in allen Bereichen, kam aber mit meinen Grenzen immer gut zurecht. Ja, aber das ist jetzt, ich denke schon, das ist das Spiel in einer, es mag sein, dass es das jetzt noch so ein bisschen plus minus sich hier ausspielt, aber das ist jetzt so ein Bereich von normalen Beziehungen, finde ich eigentlich, ne? Ist es egoistisch von mir, jetzt nicht mit ihm zusammenzuziehen, wo ich doch weiß, dass er aus der Übergangswohnung raus will und keinen Zwischenstopp möchte? Das ist doch sein Problem. Ja, und wenn es ist, erstmal ist es nicht egoistisch, das ist einfach selbstliebend. Und selbst wenn es egoistisch wäre, ja, dann bist du eben da egoistisch. Haben andere in deinem Leben ja auch immer gemacht, vermute ich mal. Wir haben bereits mehrfach in Ruhe darüber gesprochen. Sein Kopf kann meine Beweggründe auch nachvollziehen und er ist einverstanden, dass ich das Thema jetzt erstmal zurückstelle. Klingt so ein bisschen gnädig, aber ja. Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass er dabei seinen Kopf über sein Herz stellt. Ob das jetzt das Herz ist, das weiß ich nicht. Und sein Herz eigentlich was anderes leben möchte. Also ob das jetzt das Herz ist, also da habe ich so meine Frage. Also ist vielleicht seine Neediness. Weil wenn es das Herz wäre, das Herz sollte doch wollen, was du auch, also sollte doch wollen, dass es dir gut geht, oder nicht? Ihm auch, aber dir auch, ne? Das lebt er auch, indem er bereits aktiv ein Haus in meiner Nähe sucht. Oh, das wird mich auch erdrücken, glaube ich nicht. Und mich in die Auswahl mit einbeziehen möchte. Und wichtig ist, dass ich mich dort wohlfühle. Ja, da kannst du nur knallhart sagen, du, das ist dein Projekt. Falls unsere Beziehung auseinandergehen sollte, heul nicht rum. Und ja, und im Moment möchte ich dich nicht mehr sehen, als wir es machen. Auch wenn du in der Nähe wohnst. Das musst du dann sagen. Und du kannst auch sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein paar Monaten anders und ich finde es toll, dass wir uns mehr sehen, aber lass dich nicht vereinnahmen hier, ne? Ich fühle mich durch seine Vorschüsse zu einer Entscheidung gedrängt und kann mich davon nicht freimachen. Ja, da musst du dich unfrei machen. Trage ich nicht Mitverantwortung? Nein, brauche ich jetzt gar nicht vorlesen. Trägst keine Mitverantwortung. Wenn er da irgendwelche Hoffnungen mit verbindet, die du nicht schürst, ist das seine Sache. Ist das sein Pluspol sein, ne? Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen, aber ich komme nicht zur Ruhe, weil ich weiß, dass er im Grunde genommen sich das zusammenziehen wünscht. Hör auf, die Bedürfnisse anderer Menschen immer über deine zu stellen. Erstmal musst du dich glücklich machen, dann kannst du andere glücklich machen oder meinetwegen auch gleichzeitig, aber meistens erstmal sich und dann andere. Ich möchte nicht noch einmal wie vormals den Fehler machen, den anderen mit seinen Bedürfnissen zu wenig zu sehen. Gut, ich kann mich jetzt nicht mal hundertprozentig dran erinnern, was jetzt... ob es da wirklich in der letzten Mail darum ging, dass du die anderen nicht mit seinen Bedürfnissen siehst, weiß ich nicht. Aber du siehst auch seine Bedürfnisse, nur du hast andere Bedürfnisse. Und ihr redet darüber, das ist jetzt ein bisschen normales Beziehungsleben, ne? Würde ich denken, ja. Ist es meine Aufgabe, in dieser Beziehung nun Selbstliebe und für mich einstehen? Ja. Oder wieder weicher werden und auf die Bedürfnisse meines Partners eingehen? Na, das sehe ich jetzt nicht so, aber ist natürlich deine Entscheidung. Ich habe abschließend versucht, meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Mein inneres Kind wünscht sich vollständige Verschmelzung und hat Angst, ihn zu verlieren. Ja, aber was passiert, wenn man das innere Kind auf dem Fahrersitz lässt, das wissen wir ja alle. Mein Kopf sagt, bleib in deiner Unabhängigkeit und geilem Leben und pass auf, dass du dich nicht wieder verlierst. Ja, das ist doch ein
guter Gedanke, oder? Das ist auch keine Bindungsangst, das ist einfach gesunde Vorsicht und nicht in so einer Liebessucht sein. Ne? Der Erwachsene in mir und mein Bauchgefühl sagen, warte ab, was sich für dich stimmig anfühlt und lass dich nicht von seinen Entscheidungen irritieren und unter Druck setzen. Wofür brauchst du noch meinen Rat? Für einen Zusammenzug ist es noch zu früh, genieße den Wechsel von Nähe und Distanz mit räumlicher Trennung. Kann ich nicht kommentieren, weil das für sich spricht. Wenn er das so nicht akzeptieren will, kann es dann nicht der passende Partner an dem Wegpunkt, wo du gerade stehst. Geh auf den Balkon und klatsche für dich, aber ich habe keinen Balkon. Bin seit Monaten immer mal wieder tageweise voll blockiert, sobald das Umzugsthema aufkommt. Ja, ist dir einfach zu viel, also pack es vom Tisch runter. Also sag ihm ganz klar, was du möchtest, was du möchtest. Und wenn er partout dann zu dir hinziehen will, sagst du, ich finde es keine gute Idee zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es ist dein Leben, also er darf das. Also er darf hinziehen, wo er will. Ne? Was redest du mir? Danke für deine großartige Arbeit. Gut, habe ich glaube ich gesagt. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.